Flachbänke. Neben den faltbaren Hantelbänken und Schrägbänken gibt es auch noch die Flachbänke. Solche Flachbänke sind die günstigste Form einer Hantelbank und sind nicht höhenverstellbar. Hierbei liegt man flach auf dem Rücken in einem festen, parallelen Winkel zum Boden und kann nur sehr eingeschränkt trainieren. Flachbänke kommen beispielsweise beim Bankdrücken zum Einsatz, da sich hier ein komplett flacher Winkel anbietet, um Stabilität zu gewährleisten. Der wohl größte Vorteil der Flachbank ist der Preis. Da sie so einfach zu konstruieren sind, kann man Flachbänke bereits ab unter 50 Euro erwerben. Im Gegensatz dazu kann man zu einem Premium-Modell der anderen Hantelbänke, beispielsweise einer klappbaren Hantelbank, schnell bis zu 200 Euro zahlen. Das ist sicherlich für all diejenigen interessant, die mit dem Training zu Hause anfangen wollen, aber keine Unmengen an Geld ausgeben möchten. Für wen sind Flachbänke geeignet? Ganz allgemein gesprochen würde ich dir von Flachbänken abraten, wenn das Budget es erlaubt. Eine Schrägbank bietet deutlich mehr Freiheit und Optionen. Mit einer Flachbank ist man viel unflexibler und kann nur wenige wirkliche wichtige Übungen ausführen. Das fest verbaute Rückenpolster hindert uns daran, wertvolle Übungen wie dem Schulterdrücken oder Schrägbankdrücken zu absolvieren. Daher rate ich in der Regel jeden von einer Flachbank ab. Falls das Budget keine Schrägbank zulässt oder ein sehr junger Mensch mit dem Training anfangen möchte, kann eine Flachbank der richtige Einstieg sein. In allen anderen Szenarien würde ich eine Alternative zur Flachbank vorziehen. Wo kann ich eine Flachbank kaufen? Flachbänke kaufst du idealerweise im Internet, sofern du nicht Glück hast und in deiner Umgebung ein Fitnessstudio schließt. In diesem Falle kannst du dort Flachbänke sehr günstig erwerben. Aber auch neuwertige Flachbänke sind sehr günstig. Wie ich bereits erwähnt hatte, gibt es Einsteigermittel für unter 50 Euro. Meine Empfehlung: Für eine gute Hantelbank sollte man schon 70 bis 90 Euro ausgeben, damit es sich lohnt. Idealerweise benutzt man die Hantelbank über längere Zeit, weswegen man auf Qualitätsware setzen sollte. Zu günstige Flachbänke sind schlichtweg gefährlich, da sie zu wenig Gewicht aushalten und minderwertig verarbeitet wurden. Ich habe dir meine Empfehlung verlinkt, möchte aber trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass sich eine Schrägbank oder klappbare Hantelbank deutlich mehr lohnen würde. Der Preisunterschied ist gering und der zusätzliche Nutzen sehr hoch.